Wir haben in Minecraft wieder ein Update erhalten. Ich konnte leider nicht, als wir das erhalten haben, gleich ein Video zu machen, denn ich hatte einmal nicht ganz die Zeit dazu und ich musste es mir natürlich erst einmal anschauen, damit ich weiß, was wir wieder bemängeln können. Denn es gibt ein paar Sachen, die sind mir aufgefallen, da hätte Minecraft wieder ein bisschen mehr machen können. Und verdammt nochmal, wo sind denn unsere Kerzen? Ich habe das ganze Update mal angeschaut, aber ich habe keine Kerzen gefunden im Creative Menü. Nirgendwo. Und jetzt schaue ich im Internet, Minecraft sagt, Kerzen gibt's nicht. Eine Sache, auf die ich mich eigentlich gefreut habe im Update. Kann ja schon mal gut werden. Gut, gucken wir mal rein. Also, blöckemäßig haben wir jede Menge gekriegt. Also da will man sich nicht unbedingt beschweren. Aber, liebes Minecraft-Team, wir haben uns schon öfter gewünscht, mehr bunte Blöcke zu haben. Wir haben schon so viele Schwarztöne und Grautöne. Nee, wäre schön gewesen. Naja, gut. So, wir haben hier jede Menge Blöcke. Auch Treppen dazu erhalten und Mauern. Ne, wie gesagt, Grautöne, Schwarztöne, jede Menge jetzt. Also da können wir wirklich uns austoben. Ist auch gut so. Aber in Zukunft bräuchten wir nicht unbedingt mehr davon. Ich glaube, da stimmt jeder ein bisschen zu. Wir haben zwar auch einen Weißton dazu bekommen. Muss ich mal gucken. Die Namen habe ich noch nicht so drin. Kalzit. Finde ich ein ganz netter Block. Davon auch nochmal Treppen und Stufen zu kriegen, das wäre noch was. Ich habe hier auch nochmal vorne so einen Einzelblock mal hingesetzt. Das ist so ein verseuchter Block. Gibt es auch. Da haben wir jetzt nur diesen ganz normalen von, wie heißt das? Tiefenschiefer, verseucht. Wenn ihr den kaputt macht, dann kommen ja immer diese Silberfischlinge raus. Das habe ich jetzt bei mir auf der Welt ausgestellt, damit hier nicht überall bei mir auf der Welt irgendwas spawnt und so. Von daher, da würden dann diese Silberfische rauskommen. Dann haben wir hier unsere Steinblöcke an sich. Wie man sich die craftet und so, das ist eigentlich fast genau die gleiche Art, wie man sich die anderen Steinblöcke macht. Ne? Die polierte Steinziegelblöcke. Prinzip genauso das gleiche wie bisher. Ne? Die kann man sich dann so auch craften. So, dann gibt es noch ein neues Material und zwar Kupfer. Das Kupfer ist ein Block, der, sag ich mal, sich über die Zeit auch verändern kann. Das fängt dann immer am besten hier so einmal an. Da ist er noch ganz braun-orange, ne, wie Kupfer halt so ist. Und dann mit der Zeit verändert sich der Block, bis er am Ende komplett türkis ist. Ne, was haben wir denn hier? Dieses oxidierte Kupfer, ne, das ist dann hier komplett. Gibt es natürlich dann auch wieder in einer anderen Form, ne, dass man sie wieder bearbeiten kann in weitere Blöcke. Ne, und auch hier würde sich das dann immer weiter verändern. Finde ich ganz nett, ne, dass wir hier, sag ich mal, aus einem Block vier verschiedene Farben an sich erhalten und man kann das auch gegensteuern, dass sich das, sag ich mal, in der Farbe, wie es jetzt ist, nicht mehr verändert. Und zwar müsste es einfach nur wachsen. Und dann gucken wir mal hier im Creative. Guck mal, da haben wir hier unser Kupfer, habt ihr bestimmt auch schon alle nachgesehen, ne? Aber nochmal hier so erklärt. Also wir haben hier einmal das Kupfer, was oxidiert. Da steht jetzt hier nichts weiter davor. Und dann gibt es nochmal das Kupfer, was gewachsen ist. Und das bleibt in der Form, wie es ist. Also das wird nicht älter werden, das Material. Das bleibt wirklich immer in der Farbe. So, jetzt nehmen wir uns einfach mal ein ganz normales Kupfer raus und dann suchen wir uns noch, da müssen wir ein bisschen gucken hier, so eine Honigwabe raus, wenn wir die hier mal wieder finden sollten. Ah, da, Honigwabe. So, da können wir mal gucken. Also hier haben wir den Kupferblock, dann nehme ich mir hier nochmal, also zwei davon. Also dann nehmen wir einfach hier unser Wachs, gehen da einfach einmal rüber, das reicht schon komplett. Und dann haben wir den eisgewachsenen Kupferblock. Man erkennt nicht wirklich einen Unterschied, der bleibt halt in der Farbe komplett gleich, also da passiert nichts, ne? Kommt hier ein paar Funkelchen, ne, und dann haben wir das. Ja, so könnt ihr euch das wachsen, damit das halt immer in der Farbe bleibt. Ganz cool. Von die Blöcke, da kann man bestimmt ein bisschen was verbauen von. Besonders, weil das ja auch immer hier ein bisschen vernietet ist. Für Schiffsbauer oder für Statuenbauer ist das natürlich, sag ich mal, der Block. Tja, von Kupfer kann man natürlich jetzt einiges machen. Eins davon ist der Blitzableiter. Ne, den könnt ihr auf eure Häuser platzieren, auf eure Statuen, wenn ihr die aus Wolle baut oder so und immer Angst habt beim Gewitter, dass da der Blitz einstickt und das Ganze abbrennt. Tja, jetzt fängt der Blitzableiter das ganz einfach ab. Und was ich cool finde, was sie gleich mitgemacht haben, das muss man wirklich sagen, ist, dass ihr den Blitzableiter wie Ketten und Baumstämme euch drehen könnt, wie ihr wollt. Ne? Kann man auch auf dem Kopf ja einmal platzieren, können wir ja auch mal machen. So. Ja, also da kann man sich, sag ich mal, ein paar Sachen ja überlegen, ne, wie man die verbauen will. Ich finde das auch ganz cool für Antennen oder sowas. Ne? Da kann man sich jetzt ein bisschen wieder mit ausbasteln. Ganz cool. Also Blitzableiter, das ist was, auf was ich mich ja auch gefreut habe und dass es so kommt. Super. Nicht, dass wir da wieder warten müssen, wie bei den Ketten, dass man die erstmal nicht drehen konnte. Aber hier haben sie es gleich mitgemacht. Ja, da muss man sich loben. Dann haben wir natürlich noch weitere Blöcke. Also das hört ja nie auf. Hier haben wir jetzt einmal Rohgoldblöcke. Ne, finde ich auch ganz cool. Erinnert mich immer ein bisschen an Glowstone. Aber müssen wir auch einmal kurz schauen. Habe ich jetzt hier nicht mir gleich hier einmal hingelegt. Wo haben wir denn Glowstone da? Es sieht zwar so ein bisschen aus immer wie Glowstone, aber die Partikel sind doch ein bisschen anders. Wenn man da schon hinguckt, ja, das sind schon andere Partikel. Genau das gleiche hier mit Kupfer in Rohblockform und dann haben wir hier auch nochmal das Roheisen. Ja, auch nicht schlecht.
Bei diesen Blöcken kann ich mir gut vorstellen, die kann man für Gehwege oder sowas verwenden. Nicht unbedingt jetzt das Gold, aber die anderen zwei Blöcke, ne, für so Gehwege oder sowas. Ja, kann man sich gut vorstellen. Besonders hier bei diesen Kupferarten, das könnte man sagen, dass es auch ein bisschen Moos darstellen könnte, ne? Dieses oxidierte. Naja. So, kommen wir gleich mal weiter. Also das sind erstmal der Größteil, die Blöcke, die wir zum Bauen benutzen können. Jetzt kommen wir natürlich noch hier zu unseren Erzen, die wir jetzt noch dazu erhalten haben. Neues Erz ist an sich halt einfach das Kupfererz. Ansonsten haben sie hier die Erze optisch nochmal verändert. Wir haben einmal jetzt auch Erze, die unser tiefer Schiefer-Golderz zum Beispiel, was natürlich jetzt zum Abbau ein bisschen härter ist. Also da brauchen wir schon ein bisschen länger. Auch die alten Erze haben sie optisch verändert, aufgewertet. Ist jetzt eigentlich ein bisschen kräftiger von den Farben her. Gibt es nichts zu meckern. Also das ist eigentlich in Ordnung. Ja, dann gucken wir uns auch einmal die Kristalle an, die jetzt neu im Spiel sind. Ich finde den Sound immer ganz cool. Könnten wir vielleicht auch noch einmal hier mal hören, wie sich das anhört. So, da gibt es natürlich auch Blöcke von. Hier haben wir einmal diesen, na, wie heißt denn der hier? Kristallisierender. Der bildet dann auch hier die Kristalle. Ihr seht das hier ganz gut. Und hier hat sich schon einer gebildet. Ich habe die jetzt hier nicht dran platziert. Da, guck, da ist einer geblockt. Ja, die könnt ihr dann abbauen und erhaltet dann natürlich auch eure Kristalle. Gibt es denn hier in vier verschiedenen Formen, ne, wie die halt wachsen. Gut, Kristalle. Kommen wir natürlich jetzt für unsere Hobbygärtner. Da haben wir natürlich auch einiges. Da gibt es auch ein, zwei Sachen vielleicht, die ich bemängeln möchte. Aber, naja, gucken wir mal. Also, zuallererst haben wir hier einmal unsere Tropfsteine. Ganz cool. Besonders, man kann die ja auch mit dem Boden verbinden. Ne? Die, von alleine wachsen die ja auch irgendwie irgendwann, ne? Aber man kann auch nachhelfen, indem man hier drauf auch welche platziert. Ne, da könnt ihr so groß machen, wie ihr wollt. Oder auch wieder kleiner machen. Bei den Tropfsteinen ist auch cool, man kann damit auch vielleicht so Fallen oder sowas bauen. Ne, dass wenn man, sag ich mal, müssen wir jetzt mal hier ein bisschen größer machen. So, wenn man, sag ich mal, den Block davon abbaut, dann fallen die runter und machen natürlich auch Damage. Nicht schlecht. Man kann auch vielleicht das zum Bauen benutzen. Ne, ihr seht ja ganz gut, man kann es hier oben und unten halt sich setzen. Zur Seite leider nicht. Ne. Aber na, vielleicht kann man damit ja auch ein paar Sachen bauen. Vielleicht solche ja, Dachspitzen oder sowas. Müsste man schauen. So, neue Erdblöcke haben wir auch bekommen. Es gibt zum einen jetzt den Moosblock und den ja, wurzeldurchzogenen Erdblock. Ja, ganz in Ordnung. Ich wollte eigentlich auch schon immer mal, sag ich mal, einen Erdblock haben. Na gut, ist ein Moosblock, aber so ein Erdblock, der auf jeder Seite halt grün ist. Ne? Kann man da auch mit arbeiten, Grünflächen halt sich damit ein bisschen basteln. Da habe ich jetzt darunter auch gleich noch eine Blüte mir einmal angebracht. Und zwar die Sporenblüte. Ist dir jetzt hier aufgefallen, dass hier überall, vielleicht sieht man es hier ein bisschen im Video, dass hier überall diese Punkte rumwehen. Bin eigentlich ganz fasziniert von, dass eigentlich diese Sporen, die diese Blüte droppt, so eine große Reichweite haben. Weil ich bin hier, glaube ich, kann nicht 30 Blöcke weit wegfliegen und hier sind immer noch diese Sporen. Hatte ich erst Angst gehabt, musste ich mich erstmal ein bisschen belesen, ob diese Sporenblüte sich selber, sag ich mal, dupliziert und überall ja mit den Sporen sich nochmal hinsetzt. So wie bei den Ranken, ne, dass die sich ja auch von alleine verbreiten. Ist nicht so, weil wäre ein bisschen doof gewesen, dann hätte ich jetzt unter all meinen Gebäuden natürlich solche Blüten. Gott sei Dank nicht. Von daher kann man die ruhig überall platzieren. Weiß nicht, wie man die jetzt im Garten, sag ich mal, platzieren soll, wenn man die halt immer nur unter einem Block platzieren kann. Finde ich ein bisschen schade, dass man die nicht auf den Block noch setzen könnte. Da könnte man eigentlich schöne Blumen bauen. Naja, muss man mal gucken. Vielleicht für innen drin, fürs Haus, ne, dass man sich da irgendwas überlegt mit. Naja, schauen wir mal. Passend zum Moosblock gibt es auch jetzt Moosteppich. Könnt ihr auch ein bisschen was mit einem Moosteppich platzieren. Auch, sag ich mal, eine coole Sache für innen drin, dass wir uns da auch, sag ich mal, neue Regale oder sowas basteln können oder neue Teppiche halt mit diesem Muster. Und bei unserem Wurzelblock gibt es auch passende Wurzeln dazu. Ne, die könnt ihr aber auch unter jeden anderen Block setzen, also die müsst ihr nicht nur unter diesen Block setzen. Ne? Da könnt ihr euch jetzt, ja, austoben mit, ne? Wenn einer Wurzel platzieren will. Wurzeln gehen auch nur unter einem Block, also auf dem Block gehen die nicht, ne? Muss man mal schauen, wie man die verwenden möchte. So, gleich die nächste Pflanze. Und hier haben wir die Tropfblätter. Tja, ich glaube, dass sie sehen schon bekannt. Also muss ich nicht allzu viel sagen. Nee, die klappen sich halt zusammen, wenn man draufsteht. Es sei denn, ihr habt das Ganze mit einem Signal oder mit einem Hebel, sag ich mal, deaktiviert. Ne, dann fallen die ja nicht zusammen. Für mich, meinerseits, ich werde daraus jetzt nicht irgendeine Funktion basteln, dass man damit rumhüpft. Ich werde mir höchstens ja die für einen Garten nehmen, für einen Teich oder so, dass man die daneben noch platzieren kann. Ganz nett.
Ja, da gibt es dann auch nochmal die Rohform, und zwar das kleine Tropfblatt. Minecraft beschreibt das Ganze, dass man die eigentlich auf so Erdblöcke und alles mögliche platzieren kann. Stimmt aber nicht so ganz. Man kann sie ohne Wasser auf Moosblöcke und Tonblöcke platzieren. Kein Problem. Aber probiert das mal auf einen Erdblock oder so. Da könnt ihr euch nicht hinsetzen. Es sei denn, ihr setzt euch das im Wasser hin. Dann könnt ihr euch das Ganze einfach platzieren. Verstehe jetzt nicht so ganz den Grund, warum ich jetzt da das platzieren kann, aber nicht jetzt hier einfach auf der Erde, sondern nur im Wasser denn. Bei anderen Blöcken, ne? Also bei anderen Blöcken immer im Wasser, nur bei diesen zwei Blöcken auf Land. Verstehe ich nicht. Müssten sie vielleicht nochmal nachpatchen. So, ein nächster Block, auf den ich mich gefreut habe, und zwar ist das ja was, um sich Hecken zu bauen. Und zwar gibt es jetzt hier solche kleinen Büsche. Ne? Viel besser, als wenn ihr euch einfach so Blätter nehmt und euch da eine Hecke hinbaut, habt ihr jetzt hier, zack, die Möglichkeit, richtige Hecken. Ist natürlich ein bisschen doof, jetzt haben wir da hinten schon mit Büschen gebaut, da werde ich das auch jetzt so belassen. Aber in Zukunft werde ich damit meine Büsche, also meine Hecken ziehen. Sieht ein bisschen besser aus. Gibt es nochmal natürlich hier in Blumenform, ne, wenn man das möchte. Und da gibt es jetzt eine Sache, die ich bemängeln möchte. Wir sind ja im Creative-Menü. Ja. Und wenn wir jetzt im Creative-Menü uns einen Block angucken wollen und den in die Hand nehmen, bekommen wir jetzt nicht die Blätter von dem Busch, sondern wir kriegen, wenn wir jetzt hier die Blätter nehmen, nochmal den Busch. Gleiches bei den Blüten. Ihr guckt die Blüten an und dann kriegt ihr hier den Busch davon. Und ja, wir klären es nochmal kurz für alle, die nicht wissen, wie man sich Blöcke ins Inventar zieht. Da müsst ihr einmal auf eure Steuerung gehen. Jetzt entweder Maustastatur oder Controller. Bei mir Controller ist komplett das gleiche. Das ist jetzt nur eine Tastenbelegung. So, jetzt scrollen wir hier mal ein bisschen runter. Da müssen wir mal ein bisschen schauen, wo wir das haben. So, da habt ihr unten Block auswählen. Belegt damit irgendeine Taste. Und die Taste, die ihr euch damit belegt, ist dann, sag ich mal so, jetzt ist es hier bei mir Steuerkreuz, drücke ich Steuerkreuz, kriege ich den Block, den ich angucke, ins Inventar. Ne, ganz einfach. Gut, jetzt waren wir natürlich jetzt hier bei den Blättern. Also im Creative-Menü sind die hier aufgetaucht unter Blätter, nur dass wir uns die hier nehmen können. Kann man ja platzieren, alles gut. Aber nur leider nicht ins Inventar ziehen, wenn sie platziert sind. Also ihr müsst euch immer aus dem Menü holen, aber nicht so. Weil wenn ihr euch die anguckt und anguckt, dann kriegt ihr immer den Busch. Kleines Manko, aber ich gehe mal davon aus, das werden sie noch patchen in Zukunft. So, jetzt gibt es was Neues, was so ähnlich ist wie Ranken, und zwar hier Glühflechte. Ich habe die jetzt einfach mal in einen unsichtbaren Block platziert, dass wir uns das hier mal angucken können. Ihr könnt diese Glühflechte überall platzieren. Unterm Block, an den Seiten des Blocks, auch ein Block. Ne? Kann man sich auch seinen Garten damit ein bisschen dekorieren, wenn man möchte. Vielleicht auch im Haus. Ne? Da müssen wir mal schauen. Das ist eigentlich ein ganz guter Block. Oder ganz gutes Item, diese Flechte. Müssen wir mal schauen, wie wir die verändern wollen. Kommen wir jetzt zur nächsten Pflanze. Und zwar gibt es jetzt Glühbirnen. Ja, Glühbirnen. Lecker, 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 lecker. So, Glühbirnen wachsen immer unter einem Block. Ja, für diese Höhlen-Updates ganz in Ordnung. Kann man hier mal schauen. Ja, also die pflanzt ihr einfach an mit der Beere. Man könnte ja natürlich auch hier länger machen. Ich habe es jetzt nicht ausprobiert, ob man auch dreimal länger machen kann. Ja doch, nur halt komplett nach unten nicht. Da muss er dann von alleine wachsen. Ja, die wachsen halt dann immer weiter nach unten. Und dann könnt ihr irgendwann die ganze Zeit hier diese Glühbirnen ernten, wenn ihr wollt. Muss man mal schauen, wie man die verwenden will. Gucken wir mal weiter. Nächster Block. Und zwar gibt es jetzt den... ja, Pulverschnee-Eimer. Ja, also Pulverschnee erhält sie ganz einfach. Mal kurz gesagt, ihr stellt einen Kessel hin, er schneit. Im Kessel bildet sich dann Schnee. Und wenn ihr den mit einem Eimer rausholt, erhaltet ihr Pulverschnee. Den platziert ihr zurzeit noch mit einem Eimer. Ich habe eher gedacht, im Creative gibt es auch einen Block dazu. Aber müssen wir mit einem Eimer uns platzieren. So, na gut. In den Pulverschnee kann man einsinken, ist so ähnlich wie Treibsand. Ist man drin, friert man natürlich. Ne, ihr seht ja hier, da wird alles ganz kalt und wir sind langsam. Da gibt es wieder so ein kleines, ja, da würde ich schon wieder ein bisschen meckern wollen. Und zwar, wir sind im Creative, meine Freunde. Und wenn man im Fliegemodus ist, gehe ich immer davon aus, dass man schnell durch jeden Block kommt. Ist jetzt beim Pulverschnee wieder nicht so. Also ihr seid im Creative, ihr fliegt und werdet hier verlangsamt. Das war genauso damals mit den Spinnennetzen so. Ich glaube, bei irgendeinem anderen Block war das auch noch. Aber ich komme jetzt nicht mehr drauf, bei wem das noch war. Naja, jedenfalls bei Spinnennetzen war das damals auch so. Da ist ja, bist ja auch langsam immer durchgekommen, als die damals rauskamen. Jetzt im Creative, wenn man fliegt, ist man schnell durch. Anders sieht es mit dem Pulverschnee aus. Da ist man immer noch langsam unterwegs. Ich hoffe, das werden sie patchen. Ist nur so ein kleines Feature, was ich immer meine. Im Creative müssen wir nicht langsam da durchfliegen müssen, ne? Also das könnten sie ruhig machen, dass wir da schnell durchkommen. Gut, dann haben wir das auch geklärt. Kommen wir natürlich jetzt noch zu unseren drei Mobs, die wir erhalten haben. Die Ziege, ganz klar. Spawn Egg sieht wie folgt halt aus. Die Ziegen sind ein bisschen
brutal, kann man sagen, weil die ja alles wegrammen wollen. Die können auch hochspringen. Ich habe jetzt nicht genau getestet, wie hoch, aber über 2 Zäune kommen die mit links. Ne? Also, wenn ihr euch die einfangen wollt, braucht ihr da schon Minimum 3 oder 4 Zäune, um euch die zu halten. So, als nächstes gibt es noch den Axolot. Den könnt ihr euch auch mit einem Eimer fangen, wenn ihr möchtet. Gibt es in zig verschiedenen Farben. Sind ein bisschen aggressiv mit, also gegen Fische. Also solltet ihr die nicht unbedingt im Aquarium halten mit normalen Fischen. Die werden sie da immer rauswerfen oder versuchen zu fressen. Sind mehr die Einzelgänger. Ne? Oder unter sich, ne? Da müsstet ihr ein eigenes Aquarium halten, nur mit diesen Axolots, wenn ihr euch die haben möchtet. Sind an sich auch gute Begleiter unter Wasser. Also, ja, kann man sie ruhig fangen. Ich finde immer, die sehen so ein bisschen aus wie ein Pokémon. Ne? Naja. So, dann gucken wir gleich mal weiter. Das nächste Item oder nächstes Mob, was wir haben, ist der leuchtende Tintenfisch. Ich habe dafür nicht gewotet. Ne, die meisten wollten wohl einen leuchtenden Tintenfisch haben. Wer weiß warum. Ich wollte ihn nicht unbedingt haben. Wenn ihr ihn haut, ne, gibt er seine Leuchttinte ab und ist dann dunkel. Glüht auch wieder auf. Müsst ihr ein bisschen aufpassen. Der Axolot, der greift auch den Tintenfisch an. Ich hatte ihn mir vorhin hier auch mit einem Wasserbecken gemacht, aber da haben die sich immer ein bisschen, ein bisschen gekabbelt. Da habe ich die wieder weggemacht. Ja, leuchtender Tintenfisch, ganz nett. Wer möchte, kann ihn haben. Durch den Tintenfisch haben wir ja auch jetzt die leuchtenden Gegenstandsrahmen bekommen. Also nicht mehr diesen Standardbrauch, müsst ihr verwenden. Es gibt auch die leuchtenden. Ja, und da kommen wir auch gleich einmal dazu, uns das hier mal anzugucken. Also der leuchtende Gegenstandsrahmen, ne, der ist ein bisschen heller, gibt nicht wirklich eine große Lichtquelle ab. Er erleuchtet einfach nur das Item. Zum Beispiel hier, jetzt haben wir noch das Fernrohr gekriegt oder Fernglas in Minecraft. Ne, mal kurz hier so zum Beispiel leuchtendes. Nicht leuchtendes. Ja, also das sieht man jetzt gut. Rückseite sieht wie folgt aus, genauso wie auf der Vorderseite. Na, das ändert sich nicht wie beim Gegenstandsrahmen, sieht ja auch auf beiden Seiten gleich aus. So, Fernrohr. Neues Item, ganz einfach zu craften mit 2 Kupferbahnen und einmal Kristall. Und schon habt ihr das, also so schwer ist das nicht. Können wir natürlich auch einmal durchschauen. Oh, wo bin ich? Ah, guck mal hier, mein Skin mit Maske. Wir sind ja noch hier in Pandemiezeiten, da müssen wir ja hier auch noch vorbereitet sein. Habe ich mal einfach so aus Fun mein Skin sowas verpasst. Ja, Fernrohr für die Abenteurer von euch. Ne, für ein Survival ist das bestimmt was. Aber ja, Fernrohr. Warum nicht? Da sollte ja auch noch was kommen. Und zwar das Horn der Ziege. Ne, dass ihr, sag ich mal, diesen Angriffston machen könnt, wie, sag ich mal, die Pillager immer einen angreifen. Ne, ist derzeit auch noch nicht drin. Also die haben uns die Kerzen enthalten und das Horn. Kann auch sein, dass das Horn jetzt noch kommt im nächsten Update-Part, weil wir haben ja nur die Hälfte bekommen. Es fehlen ja noch einige Pflanzen und Blöcke. Ne? Da kommt ja noch ein bisschen was. Müssen wir schauen, ob wir noch das Horn noch bekommen. So, aber es kann auch natürlich sein, dass wir es nicht kriegen für die Bedrock Edition. Wer weiß. Ach, guck mal, da habt ihr gesehen, wie die Ziege springen kann. So, dann gibt es natürlich noch ein paar Items. Die gucken wir uns mal noch leicht an. Also hier unser Axolot, ne, im Eimerchen. Hier haben wir auch natürlich hier unser Pulverschnee. Das Roheisen, das Gold und Kupfer. Ne, das gibt es ja auch nochmal als Item. Hier haben wir natürlich noch den Leuchttintenbeutel, damit ihr euch ja hier auch diese Gegenstandsrahmen erstellen könnt. Ne, müsst ihr die Tintenfische ernten. Hier haben wir nochmal natürlich unsere Glühbirnen. Das Kupfer an sich, ne, das sieht so ein bisschen aus wie Eisen- und Goldbahn. Und dann haben wir natürlich auch noch hier unsere Kristallsplitter. Ganz nette Items zum Dekorieren, innen drin im Haus und so. Warum nicht? Tja, und das wäre schon das Update an sich. Und meine Meinung dazu. Ein paar Sachen fehlen ja noch. Ich hoffe, die werden nachgereicht. Zum Beispiel die Kerzen. Und sie sollten noch ein paar Sachen patchen. Pulverschnee. Die Blätter, dass wir die ins Inventar kriegen. Ne, das sollte was sein. Vielleicht noch hier die Pflanzen, dass sie die noch ein bisschen überarbeiten. Ansonsten bin ich eigentlich relativ zufrieden mit dem Update. Gut, die Blöcke und so. Ne? Ihr kennt ja meine Meinung. Ein bisschen mehr Farbe. Das würde Minecraft nicht schaden. Aber na gut. Das Update haben wir uns jetzt angeschaut. Gibt natürlich ein paar Sachen noch zu bemängeln. Aber im Großen und Ganzen kann man zufrieden sein. Ich habe dir noch oben in der Infobox noch ein paar Videos zusammengestellt. Vielleicht möchtest du noch was bauen. Schau da gerne rein. Ansonsten vergesst den Kanal nicht zu abonnieren. Bleibst immer auf dem laufenden Stand. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Bleib gesund und dann haut's rein. Und ciao.